Post war da. Ja, damit herzlich willkommen zur allerersten Episode, meinerseits zumindest, von Lord Gamgamful vs. Goldfinger Reviews. Der gute Chris hat mir einen Film zukommen lassen, der lag heute im Briefkasten. Chris, deiner ist übrigens auch demnächst unterwegs, beziehungsweise wenn diese Episode ausgestrahlt ist, hast du das Video auch schon gedreht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe keine Ahnung, was für ein Film drin ist. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir schicken uns gegenseitig einen Film zu, meistens aus dem Trash-Bereich, Horror-Bereich, wie auch immer. Und sagen dem anderen vorher nicht, was da auf ihn zukommen wird. Und freuen uns einfach auf dessen Reaktion und auf dessen Video, nachdem er sich den Film dann reingezogen hat. Und ja, nachdem es ja jetzt auch angekommen ist, packe ich es jetzt auch gleich mal aus. Also wie gesagt, es ist alles zu. Das ist jetzt meine ehrliche Reaktion auf den Film. Ich habe hier gleich eine Schere mitgebracht, dass ich auch ja an das gute Stück rankomme. So. Es ist eine Hardbox, eine kleine Hardbox, so viel kann ich schon mal verraten. Und wir haben, das sieht ja vom Cover mal richtig, richtig geil aus. Und zwar habe ich von ihm bekommen, Zombie Death House. Wunderbar, Chris, ich habe den Film noch nie gesehen. Aber John Saxon spielt mit, ungeschnitten ist er. Da bin ich mal doch sehr gespannt darauf. Ist immer am besten, wenn man einen Film bekommt, den man vielleicht noch nicht gesehen hat, dann ist das Review auch eher eine Überraschung. Also wie gesagt, Zombie Death House von CMV Laservision rausgebracht, die Nummer 104 in der Trash Collection. Cover sieht schon mal geil aus, John Saxon spielt mit. Die Laufzeit beträgt 93 Minuten, ist ungeschnitten. Tja, und dann schauen wir doch jetzt einfach mal, wie meine Reaktionen auf diesen Film waren. John Saxon! Was zum Geier? Das waren meine ersten Eindrücke von Zombie Death House, nachdem ich ihn gesichtet habe. Aber bevor wir uns dem Film widmen, kommt jetzt das Gaga-Intro, das der Chris zusammengestellt hat. Danke dafür und wir sehen uns gleich wieder. John Saxon hat einen Film gedreht. Naja gut, eigentlich hat er es wohl nur versucht. Und damit willkommen zu Zombie Death House aus dem Jahre 1987, aka State Prison. Das Cover B von CMV sieht genauso aus wie ein reiner Knastfilm. Das ist übrigens Cover A und sieht um einiges geiler aus. Hat mit dem Film aber meiner Meinung nach nur bedingt was zu tun. Aber dazu später mehr. Es war die erste und einzigste Regiearbeit von John Saxon. John Saxon ist dem Filmliebhaber auf jeden Fall ein oder zweimal mindestens über den Weg gelaufen, wenn nicht noch mehr. Denn der hat eine ganze Liste an Filmen abgedreht, meistens im Horrorbereich. Zum Beispiel Nightmare on Elm Street, Nightmare Beach oder auch From Dusk Till Dawn, wo er eine kurze Gastrolle drin hatte. Gut, kommen wir zu den Darstellern. Da wären einmal Dennis Cole, der war ja, eher in Serien tätig wie A-Team oder Mike Hammer. Dann hätten wir Anthony Francesa, der war ja, in B-Trash-Filmen wie Killer-Satelliten oder Jagd-Inferno tätig. Dann hätten wir die weibliche Hauptrolle, es wäre einmal Denalys Mason. Die war auch ja, in zwei Filmen tätig, einmal eben Zombie Death House und einmal Death Row Diner. Und dann kommen wir eben noch zu John Saxon, aber über den habe ich ja gerade eben was gesagt. Kommen wir nun zur Handlung. Was geht's denn eigentlich in diesem wunderbaren Film? Im Townsend-Staatsgefängnis werden unter Colonel Burgess geheime Experimente an den Häftlingen durchgeführt, indem sie irgendein Mittel eingespritzt bekommen. Und der Colonel überwacht das Ganze irgendwie.
Ja, schneiden wir zu unserem Hauptcharakter, nämlich Derek Kaler. Das ist ein Kriegsveteran, was so wie es aussieht, aus dem Vietnamkrieg oder keine Ahnung, aus irgendeinem Krieg. Der kommt irgendwann wieder nach Hause und hält sich mit Gelegenheitsjobs bei der Mafia über Wasser, wo er sich nur als Fahrer einstellen lässt. Also er will nichts mit irgendwelchen Morden oder sowas zu tun haben. Das Problem ist einfach nur, er lässt sich mit dem Mädel des Mafia-Bosses ein. Das kriegt der natürlich spitz, bringt seine Geliebte um, schiebt es Kayla in die Schuhe und dieser wird dann schließlich nach 10 Monaten ins Townsend-Staatsgefängnis verfrachtet. Er bekommt allerdings mit, was für Experimente an den Häftlingen durchgeführt werden und zettelt so eine Revolte an. Burgess lässt aus Testzwecken, was der Virus anstellt, das gesamte Gefängnis hermetisch abriegeln, während er draußen in irgendeinem Van sitzt mit seinen Soldaten, so dass niemand mehr rein oder rauskommt. Denn durch die Experimente werden aus einigen Insassen fleischfressende, blutrünstige Bestien. Oh ja. Tja, ein ehemaliger Fluchttunnel, den der Gefängnisdirektor mal zumauern ließ, scheint der einzige Fluchtweg zu sein. Doch das Problem ist, da warten immer noch Colonel Burgess und seine Soldaten draußen, da sie dort auch Stellung bezogen haben. Gut, das war's schon mal zur Handlung. Mehr ist nicht zu sagen, mehr will ich auch nicht verraten, falls sich einer diesen tollen Film anschauen möchte. Kommen wir gleich zu Pro, Contra. Fangen wir mit dem Pro an. Also erstmal haben wir das geile Cover angesprochen. Es ist wirklich ein Film oder ein Cover, wo man sagen muss, boah, geil, da geht's mit Sicherheit ab. Das ist richtig, richtig geil. Dazu komme ich nachher noch. Also das Cover A übrigens, hammergeil, gefällt mir gut, sowieso, ist ja logisch. Cover B wäre jetzt auch nicht so meins. Da könnte man wirklich meinen, es ist ein reiner Knastfilm, aber das habe ich ja gesagt. Ein weiterer Probung ist wieder John Saxon, aber nicht in der Regie, sondern als Darsteller. Er spielt diesen Burgess, diesen fiesen Charakter, herrlich böse, diabolisch. Und ich habe ihm diese Rolle von Anfang bis Ende abgenommen. Also die war ihm auf den Leib geschneidert. Also der Mann, der ist ein Charakterdarsteller, der kann das einfach. Und ich mag diesen Schauspieler eigentlich sowieso gerne sehen. Dann kommen wir noch zum letzten Pro-Punkt. Das werden die ordentlichen Effekte. Also es gibt anfangs noch ein paar blutige Shootouts. Die sind recht cool in Szene gesetzt. Dann gibt es mal einen abgehackten Arm, einem ja, Wachmann, der wird durch die Gitterstäbe gedrückt. Was ich jetzt nicht so gelungen fand, weil wer sich an Wishmaster erinnert, Wishmaster 2, da war das doch um einiges besser gelöst, aber das war ja auch kein BFX. Ja, und dann kommen wir zum Contra des Films. John Saxons Regie, ja, was soll ich groß dazu sagen? Der Mann ist Schauspieler. Nicht jeder Schauspieler ist auch als Regisseur geboren. Er hat es versucht. Ich hätte mir aus seiner Filmerfahrung, er war ja hauptsächlich im Horrorbereich tätig, nicht nur, aber auch, hätte ich mir doch ein bisschen mehr erhofft, einfach aus dem Vollen zu schöpfen. Aber irgendwie wusste der wohl nicht, wohin er will. Und das fand ich schade. Gut, man muss dazu sagen, der geplante Regisseur ist damals abgesprungen und John Saxon sprang ein und nach 23 Tagen war das Ding wohl abgedreht. Gut, wie dem auch sei, aber naja, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Dann kommen wir auch zu den Schnitten. Es sind sehr viele kuriose Schnitte im Film und ja, unlogisch vielleicht in Anführungszeichen, aber da gibt es zum Beispiel gerade die Szene, in der Mafia-Boss seine Geliebte killt. Er säuft sie in der Badewanne, Schnitt, er sitzt sofort irgendwie in seinem Auto mit seinem Fahrer und beschattet dann Kayla, wo ich mir dann denke, ja, hätte man da nicht noch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas dazwischen einbauen können oder. Ja, aber das ist nicht die einzige Szene, wo ich mir so denke, ja, es macht den Film irgendwie auch ein bisschen kaputt. Keine Ahnung, die sitzen dann auch manchmal im Gefängnis rum, da ist noch so eine ehemalige Wissenschaftlerin, die eigentlich Reporterin ist und mit Burgess mal zusammengearbeitet hat, wohl an diesem Virus vor 2 Jahren oder so. Und immer diese komischen Schnitte, sie diskutieren über den Virus, Schnitt auf Burgess, wie er das irgendwie an den Monitoren beobachtet, einen Satz irgendwie sagt, dann wieder Schnitt ins Gefängnis, von da aus gleich wieder ein Schnitt in die Krankenstation, wieder ein Schnitt nach draußen. Also es ist manchmal schon ziemlich verwirrend und irgendwie reißt das auch manchmal komplett aus der Handlung. Dann hätten wir,
Der Hauptdarsteller Dennis Cole fand ich blass. Also er war jetzt kein totaler Reinfall. Er hat es in Ordnung gemacht, aber ich fand ihn als Hauptdarsteller doch ziemlich blass. Er geht in diesem Film irgendwie unter und John Saxon spielt ihn sowieso an die Wand. Dann kommen wir zu den Zombies, die ja hier beworben werden. Zombie Death House, wo man sich denkt, boah, da wird es abgehen, da Zombie-Epidemie und was weiß ich. Ich finde, die Zombie-Action ist sehr, sehr rar. Und zudem sind die Zombies meiner Meinung nach auch irgendwie nur ein Beiwerk. Also, ja, also es gibt dann mal wieder, wie gerade mit diesen komischen Schnitten, von da nach da, von da nach da, dann sehen wir mal wieder einen Schnitt auf einen oder zwei Zombies. Einer kann anfangs sogar noch reden, die anderen grunzen dann nur noch. Für mich sind es sowieso nur Infizierte. Also als reine Zombies würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Auch wenn sie teilweise verfault aussehen, aber für mich sind es eher so 28 Days Later Infizierte, nur ja, in schlecht. Oder was heißt schlecht, aber ja. Und dann sieht man ab und zu halt mal einen Kill, während die anderen dann doch irgendwie ganz normal im Gefängnis wieder rumherlaufen können. Und es ist ziemlich wirr. Und schade, schade, zu wenig Zombie-Action. Zu viel Blabla, zu wenig Action. Schade. Wie gesagt, hätte ich mir mehr erhofft. Dann gibt es noch unlogische Handlungsszenen. Zum Beispiel, Burgess befiehlt seinen Soldaten C4 auszulegen, um das ganze Ding irgendwann in die Luft zu sprengen, wo er merkt, okay, es macht wohl wenig Sinn. Keine Ahnung. Man sieht, wie die Zombies an den Leichen rumnagen und die Soldaten seelenruhig an denen vorbeispazieren und das C4 auslegen können. Natürlich wird dann einer beim Rückweg natürlich überfallen und gefressen, aber naja, oder halt angefallen. Aber das ist dann schon irgendwie, ja, ich will mich jetzt nicht dran aufhängen, aber boah, fand ich dann schon irgendwie so okay. Also, naja, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber das Geilste war immer noch, Keller rettet ganz am Anfang des Films, wo er noch für den Mafia-Boss tätig ist, seine Kollegen bei einem geplatzten Deal, als er plötzlich nochmal eine Bande auftaucht. Die dachten, das ist die Polizei, aber das ist wieder eine andere Bande, die wahrscheinlich die Vorherrschaft in der Stadt an sich reißen will. Kayla kommt dann angefahren, überfährt einen Typen, bricht einem das Genick und man denkt so, oh ja, er rettet jetzt seine Kameraden. Dann bedroht er sie dann auf einmal und sagt, nee, ich bin nicht mehr auf eurer Seite. Also, warum mache ich mir dann überhaupt die Arbeit? Dann kann ich auch gleich davonfahren und denken, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Also, keine Ahnung, also es ist irgendwie an den Haaren herbeigezogen und sowas von unlogisch. Aber gut, das ist ja sowieso egal. Dann wird noch angedeutet, zumindest am Anfang des Films, dass Kayla ein Trauma hat. Ja gut, man sieht ein paar verschwommene Szenen vom Vietnamkrieg, wie 1000 Leichen rumliegen oder halt viele 100 Leichen. Man denkt sich so, vielleicht führt das ja noch zu irgendwas. Aber nein, tut es überhaupt nicht. Es ist einfach nur, hey, der Mann, wir brauchen für ihn noch ein bisschen so Backstory. Er hat einfach ein Trauma, fertig, ist ein Kriegsveteran. Okay, kann ich ja mit leben, aber wenn man dann immer noch ja, Erinnerungen oder schlechte Träume einführen lässt, warum lässt man das dann nicht dann irgendwie mal gegen Ende die Bombe platzen oder zumindest das Ding irgendwo hinführen? Das tut es in diesem Film absolut nicht. Schade. Wird später nie aufgegriffen und wird auch leider nie erklärt. Schade, schade, schade. Ja, ein weiterer Kontrapunkt. Wohin will der Film eigentlich? Entweder ist es ein Knastfilm oder es ist ein Zombiefilm. Also es ist in meiner Meinung nach ein Knastfilm mit Zombie-Beilage. Ganz ehrlich, also ja, es ist einfach, wie soll ich sagen, schwer zu definieren. Alles spielt sich dann anfangs in der Stadt, okay, die Vorgeschichte brauchen wir auch, dann spielt sich alles nur noch im Knast und vorm Knast ab. Aber es ist einfach definitiv, das habe ich schon mal gesagt, zu viel Blabla einfach. Es ist einfach. Und wie sie dann sowieso auf die Lösung kommen, wie wir nicht mehr infiziert werden können, das ist sowieso geil. Anfangs bei den Experimenten, bevor Burgess einem Wachmann befiehlt, einen anderen Virus zwei Gefangenen zu spritzen, sehen wir ein paar freiwillige Knastis, die immer so ein komisches Mittel schlucken müssen. V8 oder wie das heißt. Nicht der Motor, sondern IV8 oder wie das Mittel heißt.
Und dann fällt ihnen auf, diese Leute sind überhaupt nicht infiziert, denen geht's gut, denen passiert überhaupt nichts. Und dann kommt so die Idee, hey, das saufen wir auch, dann sind wir immun dagegen. Haha, wie sie dann noch lachen dazu, das ist sowieso herrlich. Herrlich blöd. Ja. Und das Kind, da ist noch ein Kind dabei, zwei Kinder vom Gefängnisdirektor, die Eltern sind. Und das Mädel fragt dann so mit der Stimme von Lisa Simpson, ah, Gott! Muss ich jetzt davon nicht sterben? Und die Wissenschaftlerin, nein, dann nicht. Sie gießen es ein, ist nur noch so viel übrig. Kayla kriegt was, die Wissenschaftlerin kriegt was, die zwei Kinder, klar, logisch. Und dann hat sie noch einen Kameramann dabei, der kriegt nur so einen ganz kleinen Schluck, trinkt es so und sagt so, ja, ist schon okay, ich bin ein ganz harter Kerl. Ja. Wenn man seinen Abgang sieht, dann sieht man, wie hart er wirklich ist. Ja, da musste ich mal wirklich grinsen. Also. Egal, ein weiterer Kontrapunkt ist, der Film hat kaum Spannung, er schafft es mal ein bisschen Klaustrophobie in den Film einfließen zu lassen, aber das war's dann auch. Die Charaktere waren mir persönlich auch total egal. Gut, man denkt sich so ein bisschen, ah, die Kinder, passiert denen auch noch was vielleicht oder so. Apropos Spannung, es gibt eine Szene, die ist eigentlich ganz cool. Bisschen dramatisch, ja, das ist dramatisch, ja. Es ist so ein Gang und wo sie durch müssen, um zu dem komischen Fluchttunnel zu kommen. Und davor ist ein Gitter, wahrscheinlich so eine Sammelstelle für Knastis, und die sind alle zombifiziert oder infiziert und recken halt ihre Arme so raus. Und an denen müssen sie vorbei. Der Knastis wird natürlich, wo mitflüchten will, wird natürlich verhackstückt. Das ist, sagt, muss ja so sein, weil es darf ja nur Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin und die zwei Kiddies überleben, ist ja logisch. Das fand ich nicht schlecht gelöst, aber ja, hat ein bisschen Spannung hat's gehabt, ja, gebe ich ja zu. Die Charaktere kommen zurück, sind mir eigentlich, oder waren mir eigentlich relativ egal, bis auf die Kiddies. Den wünscht man ja eigentlich so nicht den Tod, außer diesem Mädel mit seiner quietschigen Lisa Simpson Stimme. Ich mag die Simpsons, aber die Stimme. Nee, das war nichts. Gut, das waren meine Pro- und Kontra-Punkte. Kommen wir zum Fazit. Oh Mann, Zombie Death House ist weder Fisch noch Fleisch. Der Film scheint einfach nicht zu wissen, was er will. Es gibt kaum nennenswerte Zombie- oder infizierten Action, die sind sowieso meiner Meinung nach nur Beiwerk, warum auch immer. Schade. Ein paar nette Gore-Effekte, bescheidene Charaktere, ausgenommen John Saxon jetzt, machen aus Zombie Death House nicht das, was ich erwartet habe und was man auch erwarten würde. Und das finde ich schade, weil gerade, wie schon am Anfang gesagt, aus John Saxons Arbeit hätte ich mir dann doch, oder Erfahrung aus dem Horror-Genre oder Horror-Bereich hätte ich mir da doch ein bisschen mehr erwünscht. Aber so ist es nun mal. Nicht jeder Darsteller ist auch ein Regisseur. Für den Trash-Freund kann man sich den Film auf jeden Fall mal geben, aber man soll absolut nichts erwarten. Es ist irgendwie meiner Meinung nach ein Wirrwarr. Als Schauspieler mag ich John Saxon und meiner Meinung nach gut, dass dies auch die einzige Regiearbeit von ihm war. Und somit kriegt der Film von mir 4,5 von 10 nicht wirklich vorhandenen Zombies. Sorry, 4,5, mehr war echt nicht drin. Also ich habe mich auch mal dabei erwischt, wie ich nebenher mehr mit dem Handy rumgespielt habe. Hat mich nicht reißen können. Am Anfang war ich noch mit dabei, ganz am Anfang, wie gesagt, die Hintergrundgeschichte mit Kayla und eben auch die Mafia-Sache, das war ja so okay. Mal davon abgesehen, dass man 20 Minuten im Film, die ersten 20 Minuten, boah, ich weiß gar nicht, alle 2, 3 Minuten Titten in die Kamera gehängt bekommt. Ja, aber sonst danach, alles was danach passiert, ist hanebüchener Unsinn und schade. Wirklich schade. Ich fand, ich hab das, wie so oft, das Cover spricht einen an und dann ist es doch nicht das, was man erwartet. Leider. Gut, das war die erste Folge bzw. der Pilot. Uns von Lord Gangnam Full und von meiner Wenigkeit. Schaut auch sein Video an. Er hat von mir ja auch einen Film bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, konstruktive Kritik ist natürlich gern erwünscht, ist klar. Wir wollen uns ja auch verbessern, nicht verschlechtern, ist ja klar.
Wenn es so gepasst hat, dürft ihr das natürlich auch sagen. Also einfach bei uns beiden reinschreiben, fand ich gut oder fand ich gut, aber oder fand ich jetzt nicht so, wie ihr es wollt. Das ist ja eure Entscheidung, wir machen es ja für euch. Und ich hatte eine Menge Spaß. Und ja, in 2 Monaten soll es ja weitergehen. Da kommt die dann erste Folge, quasi die erste Staffel, wenn man so will. Und wie gesagt, Kritik, Anregungen erwünscht und wir sehen uns beim nächsten Video. Lord Gangnam Full vs. Goldfinger Reviews. Bis zum nächsten Mal und ciao.